Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und ich bin natürlich immer noch auf dem Weg nach Luxemburg mit meiner schönen großen Eisenbahn. Ja, aber ich möchte euch noch was anderes sagen. Und zwar gibt es einige neue News von dem Hersteller von Euro Truck Simulator 2 und zwar SCS Software. Die sind gerade am Überlegen, ob sie nicht jetzt ja, Lastaufhänger oder Fahrzeuge, naja, ihr wisst schon, jedenfalls solche Anhänger, die man ja so im richtigen Leben so kennt, ne? Jetzt bin ich mal ein bisschen aus der Fassung gekommen. Und zwar so eine Wechselbrückenträger, also da sind so eine Container, die auf solche, ja, Anhänger oder so auf so eine Beine stehen. Und jetzt habe ich natürlich wieder einen Fahrzeug. Zum Beispiel der hier, ja, sowas hier. Ich kann ja mal so ein Bild einblenden, falls ihr jetzt genauere Informationen oder ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt. Ja, das Problem ist aber, dass die Berechnung, wie die LKWs und die Anhänger dann gekoppelt werden, und das andere Problem ist, wie die, ja, wir als Fahrer, die jetzt ein bisschen laienhaft dann ein bisschen einparken und sich mehr so auf das Fahren konzentrieren, dass die das wahrscheinlich nicht hinkriegen und dann immer die Container umhauen und dadurch die Fracht nicht mehr von A nach B transportiert werden kann. Und das ist halt dieses große Problem, wo sich der Hersteller so ein wenig schwer tut, aber viele Fans des Euro Truck Simulators gerne haben möchten, ne? Gerade so eine, ja, Anhänger, die, ja, oh, ich muss einen Spiegel reinbauen. Gottes Willen. Ja, ich mach mal lieber einen Spiegel rein. Und das ist eben dieses Problem. Hier brauchen sie jetzt nur diesen einzelnen Anhänger berechnen. Ich fahre mit einem LKW rückwärts ran, rangekoppelt und dann ist gut, ja. Aber wenn ich schon einen Anhänger dran habe und möchte einen Container da aufladen, das könnte durchaus ein bisschen schwierig werden. Und davor, ja, hat der Hersteller so ein bisschen Angst, dass die Spieler das denn irgendwo nicht hinkriegen und das Spiel nur noch Probleme macht, ne? Aber ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr von solchen Trailern haltet, ob ihr solche, ja, neuen Features gerne haben möchtet. Also ich auf jeden Fall. Man kennt ja nur diese ganz normalen Sattel-Auflieger und das, ja, ist doch nicht so doll. Ich habe auch mal ein Video gemacht, wo es durch Mod so einen ähnlichen Auflieger gab. Da konnte ich natürlich keine, ja, Container irgendwie selber aufladen. Aber ja, es sah schon sehr interessant aus. Hat nur das einzige Problem gehabt, dass der LKW die ganze Zeit nur rumgehopst ist, ne? Also ein Fehler vom Mod oder durch einen anderen Mod etc. Ich habe ja mal wieder gesagt, passt auf, wenn ihr euch welche Mods reinladet, lieber ein Mod nacheinander und gucken, ob das Spiel funktioniert, dann mal ein paar Minuten fahren, ob es nicht abstürzt etc. Aber ja, auf jeden Fall hören Sie auf der oder auf die Community, die ja andere Anhängertypen möchte. Und für mich auf jeden Fall ist es ja eine schöne Erweiterung, wenn sie denn kommt. Ich glaube aber nicht, dass sie zum nächsten Patch kommt, wo hier Skandinavien dazu kommt etc. Das soll ja jetzt in den nächsten Wochen kommen. Und dann geht's richtig los nach Skandinavien. Darum bewege ich mich auch langsam in Richtung Luxemburg und werde da oben ein bisschen rumdödeln, um nach Skandinavien zu fahren, ne? Aber auf jeden Fall ist es vielleicht auch eine schöne Erweiterung bezüglich eigener Trailer, ja? Dass man ja irgendwann mal im Euro Truck Simulator 2 oder im Nachfolger irgendwann mal ja eigene Trailertypen hat. Also man kauft sein LKW und den Trailer und muss im Vorfeld dann überlegen, ja, ich habe jetzt ein Stück, ja, Lasttrailer oder einen ganz normalen Küpper mir geholt, ich muss hier abfahren. Und das bedeutet dann, dass ich nur diese Frachten auch fahren kann. Ja, ich muss mir das selektieren, fahre dann hin und muss vielleicht auch irgendwann mal mit einem Gabelstapler die Ladung selber ja, transportieren oder reinfahren und etc. Und wie ich sie denn lade und gewisse Punkte, wie ich die Ladung quasi mehr in die Mitte setze oder halt mehr nach vorne. Und da gibt es dann halt die gewissen Zoopunkte und wenn ich die dann halt draufklicke, dann ist die Ladung halt besser gesichert. Und wenn ich jetzt hier lang fahre und die Polizei kommt und ich habe meine Ladung nicht so schön gesichert, dann muss ich Strafe zahlen. Aber ich glaube, das ist zu weit,
ja, hergeholt. Aber das würde auf jeden Fall schon mal die Richtung anzeigen. Gerade so Ladungssicherung ist ja ein großes Thema hier auch in Deutschland. Wenn jetzt Lkw-Fahrer die jetzt nicht so sichern, dann gibt es durchaus schon Punkte, ne? Kann es durchaus geben. Oder der Lkw wird dann stillgelegt oder muss dann stehen bleiben, bis dann die Ladung ordentlich gesichert wird oder neue Verzuggurte und naja, alles sowas. Ich denke mal, die richtigen Lkw-Fahrer kennen sich da aus und die vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt haben, die können ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, ja, ich hatte schon mal mit der Polizei, oder nicht mit der Polizei, aber ich hatte schon Erfahrung mit Ladungssicherung und ja, ihr müsst ja nicht schreiben, dass ihr dann von der Polizei angehalten wurdet etc., ja, aber das gibt's auf jeden Fall, die Probleme. Und jetzt werde ich langsam müde und muss mich mal kümmern. Ich gucke mal auf die Karte. Hier ist ein Rastplatz, da werde ich dann auch anhalten. Mein LKW ist immer noch kaputt aus der letzten Tour. Und ich hoffe, das Spiel kackt nicht ab irgendwann, weil, ja, ihr wisst ja, beim letzten Mal, oder nicht beim letzten Mal, aber mit den Karmas, diesen russischen Urgesteinen, hatte ich ja so kleine Probleme. Da konnte ich ja in die eine Stadt nicht reinfahren. Naja, ihr wisst es ja. Ja, aber nochmal zurück zu den Trailern. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es daher eine, ja, schöne Möglichkeit gäbe, das Spiel noch ein bisschen aufzuwerten, um, ja, gerade in Bezug auf den amerikanischen Truck Simulator, dass man dann solche Features mit einbindet und sie dann vielleicht auch mitnimmt ins neue Spiel. Und für alle Fans des Euro Truck Simulators, das ist ja unnormal, wenn ich in meiner Steam-Freundesliste gucke, wie viel dieses Spiel überhaupt zocken. Das ist ja eines der meisten Spiele von den Leuten, die ich kenne, spielen den Euro Truck Simulator. Und das ist, es glaubt man einfach nicht, aber ich finde das fantastisch. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier parken kann. Und ein Nickerchen. So. So, jetzt fahre ich hier in die Bäume rein. So. Motor aus. Schlafende Runde, dann ist wieder früh morgens. Und wir ziehen einfach mal weiter. Wie sieht das Wetter aus? Ein bisschen diesig. Ist ja immer noch der Wettermod, den ich drin habe. Aber bitte, oh, fragt mich jetzt nicht, welche Mods ich hier drin habe. Es sind eindeutig zu viele, die das Spiel manchmal ein bisschen beeinträchtigen könnten. So, jetzt ist hier ein bisschen was los hier. Und, oh, die fahren aber auch. Ich komme einfach nicht auf die Straße hinauf, ey. Das ist ärgerlich. Habe ich hier einen Beschleunigungsstreifen? Ja, so richtig nicht, ne? Oh. Bleib doch mal stehen. Ja, gut, VW-Fahrer, ne? Du hast es ordentlich gemacht. Gut. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Erweiterung mit diesen, wie nennt man das eigentlich? Brückenauflieger oder, ich weiß es jetzt nicht mal. Ich muss selber da nochmal gucken. Ich habe die News nur gesehen. Wenn man das Spiel startet, dann wird es ja, bevor man den startet, angezeigt, was es für Neuerungen gibt, etc. Und da ist mir aufgefallen, habe mir das noch ein bisschen durchgelesen. Ist natürlich alles auf Englisch, aber ich habe da einiges rauslesen können. Oh, jetzt muss ich ein Bäuerchen machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich ferkel! So, den werden wir mal geschmeidig überholen. Der LKW ist zwar defekt, aber überholen geht trotzdem noch. Und das ist sehr, sehr eng. Und viele, die jetzt sagen, oh, Maximus, warum fährst du nicht mit Lenkrad? Ganz einfach, wenn ich Lust habe, den Eurotruck zu spielen, dann spiele ich den. Und das ist immer so, jetzt habe ich Lust und dann habe ich keinen Bock, das Lenkrad anzubauen, ja. Und Lenkrad nutze ich eigentlich nur für ganz normale Autorennen. Weil ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Mann, der hier stundenlang den Euro Truck Simulator hintereinander fährt. Wenn ich Lust habe, dann spiele ich das so ein Part. Und wenn es dann auch noch Informationen gibt, gerade zu einem so wichtigen Thema wie neue Anhängertypen,
dann nehme ich das natürlich gerne auf und werde euch das erzählen, ne? Das ist doch schön. Ich hoffe, ihr dankt mir das auch, dass ich da immer wieder neue News habe. Das heißt aber auch, ihr solltet euch auch ein bisschen informieren, falls ihr dieses Spiel abgöttisch liebt, dann kann man durchaus mal ein paar Infos hier lassen unter dem letzten ETS-Video etc. oder schreibt mir eine direkte PN oder schreibt mir auf Steam, ja, da antworte ich schneller, ja, weil bei YouTube wird so viel ja durcheinander und ganz ehrlich, wenn ihr auf ein altes Video schreibt, dann fällt es bei mir hinten runter, weil so viel Zeit habe ich auch nicht. Ich mache dann halt meine Videos, dass ihr was zum Gucken habt und dann ja bleibt da nicht mehr so viel, ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Tour jetzt bis Dings durchziehe. Ich denke mal erstmal nicht. Ich werde mich am Wochenende nochmal hinsetzen. Wir haben heute den 17., also unter der Woche, der 17.09. Und ja, mal sehen, wenn man sich das Video in ein Jahr anguckt, ob man dann sagt, hey, ja, das sind natürlich schöne News, aber die sind alt. Das habe ich nämlich immer noch auf dem alten Video, auf meinem alten Kanal zum Beispiel. Da rede ich über den Euro Truck Simulator 3 und da schreiben immer noch so viele Leute, die da sagen, ja, das will ich haben oder dies und das. Das freut mich natürlich. Und gerade auch das Video, wo ich spreche über Vorsicht vor dem Euro Truck Simulator oder vor dem Multiplayer-Abzocke etc. Einfach immer mal auf das Datum gucken, wie alt das Video vielleicht ist, bevor ich dann irgendwie konkret meinen Senf dazu gebe. Ich lasse jedes Kommentar drinne. Motor-Fill-Funktion, ein ganz großes Kino, aber der kriegt sich ein mit seinem riesen Motor, den er drinne hat, ne? Hier ist richtig viel Action, ne? Hier geht's rund. Auf der. Was war das für eine Straße? Gar nicht jetzt so richtig drauf geguckt, welche Straße ich jetzt bin, auf welcher Autobahn. Naja, ist ja auch nicht so wild. Wir werden jetzt hier gleich irgendwo anhalten und ein Päuschen machen. Weil sonst wird es wieder zu lang, das Video. Und es ist auch schon spät. Ich möchte es ja rendern und fertig machen. Das ist halt doch ein bisschen Arbeit, ne? So ein Video machen und ihr merkt schon, ich bringe eine ganze Menge Abwechslung. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier auf den Standstreifen, ihr wisst ja, ich habe ja Probleme mit den LKW, dass er da ein bisschen kaputt ist, ne? So. So, da bin ich. Gehen wir mal raus. Da stehe ich so schön am Straßenrand. Und ja, wie gesagt, schreibt in den Kommentaren rein, was ihr von dem neuen Patch haltet oder Neuerungen mit den Anhängern. Und dann, ja, werden wir mal weitersehen. Hier, die Räder wackeln noch ein bisschen. Aber naja, sei es drum. Mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.